Die österreichischen Unternehmen befinden sich in einer sehr soliden und kapitalkräftigen Situation. Aber das, was ihnen fehlt, ist, sage ich, die Zukunftsfitness. Und es wird zu wenig investiert in die Zukunft, in Themen wie Digitalisierung, Automatisierung. Aber es wird auch zu wenig darauf geachtet, was es für neue Geschäftsfelder und neue Potenziale in Österreich gibt, beziehungsweise natürlich auch eingebettet in einen internationalen, globalen Kontext. Also wir sehen anhand der Befragungen, die wir jährlich durchführen, dass es sehr stark damit zu tun hat, dass zwar erkannt wird, dass sich der Markt verändert, aber die eigene Notwendigkeit wird hintangestellt. Man sagt, ja, es verändert sich der Markt, es wirkt sich auch, sage ich, auf die Finanzen entsprechend aus, aber der eigene Bereich, sagt man, das wird man noch lange den Atem aushalten und wir können auch mit den bestehenden Gegebenheiten gut arbeiten und mit der bestehenden Infrastruktur. Also im ersten fokussieren sich die Betriebe sehr stark auf diese Themen des Backoffice-Bereiches und weniger, sie orientieren sich sehr stark an der bestehenden Infrastruktur, optimieren, glaube ich, auch immer sehr brav, also das wird zumindest in der Studie vom Austrian Business Check immer widerspiegelt. Da, wo sie sich weniger in, sage ich, doch ein eher auf Glatteis vielleicht bewegen würden, wäre so, wie verändern sich meine Märkte? Und die Unternehmer neigen auch dazu, sehr stark, sage ich, in ihrem eigenen Wettbewerb zu blicken und eher zu sagen, was kommt eigentlich für ein neuer Wettbewerb auch auf uns zu? Also ich glaube, wo man einmal beginnen sollte, ist weniger, also Blockchain oder künstliche Intelligenz sind natürlich wunderschöne Schlagwörter, die uns alle begleiten und wo sich auch viele schwer tun, die entsprechend einzuordnen. Ich glaube, da, wo sich die Unternehmen einmal die Zeit nehmen müssen, ist zu sagen, wo stehen wir in 4 bis 5 Jahren? Also mal die strategischen Eckpfeiler klar zu machen, zu sagen, wie sieht die Vision meines Unternehmens aus und das dann versuchen runterzubrechen und zu sagen, wie kann ich das lösen? Kann ich das mit Kooperationen lösen? Wie bringe ich auch, sage ich, die Kompetenz meiner eigenen Mannschaft, meiner eigenen Kollegen auf ein anderes Niveau, auf ein zukunftsfittes Niveau? Und das ist eigentlich die erste Herausforderung. Also es gibt sicher eine Barriere, ist, wo wir sagen, es fehlt zum Teil natürlich Kompetenz innerhalb der Betriebe, also auch das Wissen, sage ich, diese Themen entsprechend strukturiert anzugehen. Ich glaube, dass auch eine Barriere oft ist, dass man sagt, wir bleiben dem Bestehenden treu und orientieren uns weniger in Richtung des Neuen. Es gibt aber auch weitere Barrieren, wo man sagt, das sind doch hohe Kosten verbunden, wenn ich in Themen wie Digitalisierung investieren muss oder soll. Ja, und die lösen auch gewisse Ängste aus. Und ich glaube, es ist ganz notwendig, sich auch da eine entsprechende Orientierung zu suchen und zu holen. Der Kreditschutzverband von 1870 war immer schon ein datengetriebenes Unternehmen. Dieses Jahr werden wir 150 Jahre alt und Daten ist eigentlich unser Kerngeschäft. Aber wenn Sie sagen, auch in Richtung Digitalisierung, was tun wir hier, um, sage ich, besser zu werden und um uns entsprechend auch auszurichten und zukunftsfit zu machen? Wir sind den Weg eingeschlagen, dass wir auch uns beteiligen an jungen Unternehmen, an Startups, da auch versuchen, mit Universitäten zusammenzuarbeiten, uns Know-how zusammenzuziehen und natürlich, sage ich, auch möglichst auch unsere eigenen Leute weiterzuentwickeln und zu schulen. Ich bin davon überzeugt, wir sehen das Beispiel in USA, das vielleicht sehr weit weg klingt, aber das, was dort sehr gut funktioniert, sind diese Ökosysteme, wo wirklich die Startups mit Universitäten und mit der Wirtschaft sehr eng zusammenarbeiten und daraus auch sehr viel Positives entsteht. Also es ist die Energie da, aber es entstehen auch wirkliche Use Cases, Best Cases, sage ich, die dann genutzt werden und umgesetzt werden.